Wie heißen die englischen Zimmer, die du hast? Kitchen, Front Door, Study, Music Room, Office und Dining Hall. Ist das vielleicht in deinem Text irgendwie versteckt, die Worte? Nee, ich habe ja auch nicht mal 6 Sätze. Wie viele Zeilen hast du? Zeilen 6, weil einer davon in the pantry ist. In the pantry. Ich hätte jetzt vielleicht die Anfangsbuchstaben oder so, aber... Front Door. Es ist 4-mal, es ist 5-mal ein I. Einmal ein A. Okay, ja. Nee. Das kann doch nicht so... In the study. Kannst du es nochmal vorlesen? I've been working on this iteration for 1 year now in the study. Okay. I'd like you to keep it safe for me, Lurk. Mm? Look after it really well, like you did with the 2 kittens you found in the pantry. In 5 years, when I gain more knowledge, I'll come back and complete it. I'll be sitting by the diner table waiting for you. Wenn das mit in the study, was heißt denn in the study? Vielleicht ist das gar nicht study, sondern das ist einfach nur das Office. Und danach geht es ja darum, dass er studieren, also dass er studieren geht, richtig? Ich arbeite an dieser Wiederholung für 1 Jahr. Ja. In the study. Ja. I'd like you to keep it safe. Ich möchte, dass du es für mich aufbewahrst oder das Geheimnis für dich behältst, wie dem auch sei. Mhm. Look after it really well. So wie du es auch mit den beiden Katzen gemacht hast, die du in the pantry gefunden hast. In 5 Jahren, wenn ich ein bisschen schlauer geworden bin, komme ich zurück und werde es fertigstellen. Ich werde am Essenstisch auf dich warten. So, wenn das Ding jetzt eigentlich das Office ist. So, das Ding ist, sie arbeitet im Office. Dann soll ich es, wie es in der Küche ist, sicher halten. Dann studiert sie 5 Jahre, kommt zur Vordertür wieder rein und setzt sich am Dining Hall. Das ist es nicht. Das gibt's doch nicht. Was übersehe ich denn? I left you something downstairs that will be my greatest invention yet. Play our secret melody and I will open the door. Ich kann mich nicht bewegen. Geht nicht. Habe ich in einem der anderen Dinger noch einen Hinweis selbst für mich? Post Office. Postbox Nummer 28, NWWS. Das war dein Hinweis. Keine Hinweise mehr. Play our secret melody. Oh Gott. Ich glaube, ich hab. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist Pantry. Aber egal. Nimm mal 3 Glocken, ja? Die du hast. Study. Kitchen, Dining Room, ja? Ja.
Mach mal einmal Study. Einmal Study. Zweimal Kitchen. Ja. Fünfmal Dining Room. Ja, war richtig. Oh, ist das doof. Also bevor ich runtergehe, wie kam das jetzt für mich? Ja, das, was ich gelesen habe, jeder Satz fängt mit einer Zahl an. Und danach kommt der Raum. I've been working for the iteration for 1 year in the study. Oh nein. Like 2 kittens in the pantry. 5 years I'll come back and sitting in the dining room. Oh Mann. So, wo muss ich hinklicken, dass ich hier reingehen darf? Ah, jetzt kann ich einfach nach unten. Jetzt kannst du runterscrollen. Ja. Hier ist ein Fass. Ah, das kann ich zerstören, schau. Kann ich zerstören? Ich hab den Korken rausgezogen. Ja. Ich kann das Fass zerstören, ich muss die ganze Zeit anspammen. Jetzt ist eine Uhr runtergefallen. Oh ja. Warte, wann fängt sie von vorne an? Wahrscheinlich gleich, wenn sie... Okay, also hoch, rechts, hoch, 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 rechts, runter. Hoch, rechts, hoch, 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 rechts, runter. Also einmal hoch, einmal rechts, dreimal hoch, einmal rechts, einmal runter, richtig? Guck nochmal und sag nochmal. Ja, einmal hoch, einmal rechts, dreimal hoch, einmal rechts, einmal runter. Sag, wenn du das eingegeben hast. Warte, wie kommt er so hoch? Och, das war wieder einfacher als gedacht. Ja. Wir waren wieder richtig schlecht. So. Hoch, rechts, hoch, 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 rechts. Warte, falsche Taste gedrückt. Was macht nichts. Rechts, einmal runter. Jetzt müsste es sein: rechts, rechts, rechts. 1, 2, 3. Runter, rechts. Runter, rechts. Runter, runter, rechts. Runter, runter, rechts. Ja. Da oben steht ein Zug. Und weiter geht die Fahrt. Chapter 3. Yes. It was easier than I thought to extract time from animals. Now I had to learn how to do the same with people. I knew Lyric wouldn't want to harm the people who went into the clock. So I decided to give them a way out. Also du willst es von den aus den Personen jetzt quasi machen, die Zeit extracten und... ich habe mich gerade beschlossen, für sie einen Weg rauszufinden. Okay, neues Gebiet. 37. Ja. Also, ja, okay, 37. Closed Tracks. Scheint auch diesmal ganz geschlossen zu sein. Es gibt nämlich kein neues Ding mehr. Also das Haus ist wieder da. Bist du nach rechts gegangen? Hängen, ja, okay, nach rechts. Ja. Und die Glühbirne an dem Haus kann ich anmachen. Die hängen vor mir im Bild. Ja. Beim Post Office in dem Fall Glühbirnen. Ja. Bei Ravens auch. Ja. Und das große Haus, in das wir nicht reinkommen. Wenn du einmal im Kreis gehst, schlägt auf jeden Fall eine Glock, aber ich kann nicht sehen. Ah, mach mal alle Lampen an. Auf allen Seiten meinst du? Auf allen Seiten. Ja, okay, ich sehe es gerade. Es hält trotzdem nicht auf. Okay, das heißt, nur bestimmte Lampen dürfen am Ende an sein, nehme ich an. Ich mach's jetzt trotzdem mal an. Aber gehopst wie gesprungen erstmal, würde ich sagen. Post Office? Haus. Haus. Haus? Okay, ja. Haus. Wohnhaus. Wohnhaus. Ein Telefon. Ja, Telefon ist relativ, aber ja. Ja, eine Sprechdrahtanlage. Okay, und 1, 2, 3, 4 habe ich drauf und 0. Ja, ich habe die anderen Zahlen. 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe noch ein Plus und ein... Ich habe einen Stern und eine Raute noch, ja. Ich habe ein Plus und eigentlich ein Minus, beziehungsweise das ist eher eine Welle als ein Minus. Ich kann mich nicht umgucken. Wenn du Tasten drückst, gibt's Texte bei allen. Okay. Bei wirklich allen. Ja, wir werden wahrscheinlich der Reihe nach. Du kannst, Warte mal, ach ja, bei allen. Stimmt, das wird einen Text ergeben bei mir, glaube ich. Warte mal. Ich gehe nochmal neu rein, damit die Texte nochmal weggehen. Du kannst aber den Hörer anklicken. Achso. Ah ja, sonst bleibt es auch stehen. 6, 7, 8, 9. Achso, ich kann mir 4 Texte anzeigen lassen, aber ich habe ja 6 Knöpfe.
Ich kann mir 5 Texte anzeigen lassen, habe aber 7 Knöpfe, so rum. Angry, but don't hang up on me yet. I really want you to... Okay, ja, also es ist nicht... Also wir haben hier verschiedene Dinge, aber die sind nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Ja. Angry? Also ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt die richtige Reihenfolge finden. Für unseren eigenen Text? Wahrscheinlich nicht. Weil ich kann deine Zahlen ja so oder so nicht eingeben. Ja. Ja, warte mal, was ist denn hier bei Plus und Minus noch? To visit there is no now a dark tower. There, you know your raven that you went missing the one. Ich vermute, wir werden den Text irgendwie zusammensetzen müssen, oder? Ja, meins fängt an mit Hey, Lurk, I'm so glad you finally was pouring down and made me scared. And make me scared earlier, but you... Never mind. Are you still... Ne, da fehlt mir dann was. Ich, wahrscheinlich wird ein Satz zu mir kommen. Du, lest nochmal dein mit... Ich hab schon ein bisschen was zusammengesetzt, ne? Are you still... Da passt sonst nichts hin. Also ich würde sagen, mein Text fängt an mit Hey, Lark oder Lurk. I'm ja. So glad you finally... Da ist bei Mission Ende. Jetzt wird meins kommen. Wahrscheinlich. I'm so glad you finally decided to pick up the phone. I've been leaving... Warte, ich hab irgendwo ein earlier. Ja, genau. I've been leaving earlier, but you... Never mind, are you still? Are you still? Mad at me when I... Mad at me when I arrived? Vielleicht? Wo endet's denn bei dir? In welchem Wort? Arrived. Oder ich hab hier noch... Are you still angry? But don't hang up on me yet. I really want you to... Wahrscheinlich eher das. Ja, I will want you to know that before I left, I made you something to keep. It's bei mir. Upstairs. And it's even better, this one cannot die. Mhm. Oder was hat... Lest nochmal den Satz vor, bitte. Welchen jetzt? Den letzten, den du vorgelesen hast gerade. Know that before I left, I made you something to keep. To keep you company. I would have told you. I would have told you. Ja. Dann habe ich nur was to, pouring down and made me scared. Das wird nicht passen, nee. Oder? Und you named Cole. Denk I dran, du kannst auch hier Plus und deinen Stern und deine ja, Raute. Ja, oder? Da habe ich dann. Was war das? Was? Der letzte Satz von dir? Warte, ich muss die gerade nochmal suchen. Your company. Okay, your company. I would have told you. Ne, da passt. Nicht irgendwas mit einem But oder so? I would have told you. Dann habe ich zwei Sätze mit you anfangen, dann mit can. Warte, ich habe den. Oh, warte, einen. I would have noch. Told you can, ja? Ne. I would have told you... Nee, da passt warte. Nix. I would have told... Da kommt der Satz mit. I would have told you earlier. But okay. You never mind, are you still? Da müsste... Das ist der einzige Satz, der dahin passt. Okay. Aber nehmen wir mal an, das ist... Wir setzen den Text hier richtig zusammen. Was bringt es uns? Das heißt, wir wollen eine richtig lange Zahlenkombination. Aber ja, richtig. Also du weißt dann, mit welcher Zahl du anfangen musst. Also es kommt ja eine Zahl von dir, das ist deine erste. Dann kommt eine Zahl von mir, das ist ja, okay, dann meine erste. Fangen wir nochmal an. Also, okay. Für mich setzt sich der Text zusammen mit Hey, Lurk, I'm so glad you finally decided to pick up the phone. I've been leaving. Ja, das klingt gut. Was wäre das für eine Zahl trotzdem bei dir? Bei mir ist es eine 2. Bei dir ist eine 7, okay. Ja. Und das endet auf leaving, mach bitte nochmal. Leaving, ja. I decided to pick up the phone. I've been leaving. I've been leaving. Vielleicht ist es auch earlier. I've been leaving würde nur bei mir passen,
earlier. Also, I've been leaving earlier, but you, never mind, are you still? Are you still angry? Are you still angry? But don't hang up on me yet. I really want you to... Jetzt heißt das bei dir, bei mir ist es 3. Die 5. I really want you to... Hast du gesagt, ne? Ja, yeah, I really want you to... I really want you to know that before I left, I made you something to keep. Wäre bei mir die 4. I make you something to keep. Okay, warte, ich muss mal Plus und Minus mal gerade. Oder ich hab, ich hab hier noch was anderes davor. Wobei, warte mal, mit der 5, mit der 5 sind wir uns ja sicher. Nee, Quatsch, mit der 5 sind wir, welchen sind wir, mit der 7 sind wir uns sicher. Die 7 lasse ich mir mal nicht mehr anzeigen. Kannst du mir nochmal deinen letzten sagen? Ich glaube, die 3 hattest du, glaube ich, gesagt, oder? Letzte bei mir ist die 4 und das war Know that before I left, I made you something to keep. Keep. Das wär, passt nur jetzt. Keep. Nee, I made you something to keep. Mit einem Punkt dann am Ende? Nee, I made you something to keep. Keep. Kein Punkt, nix. Keep. Ja, es muss keep you company. I would have heißt told denn you. Keep you company? Also was dich, was dafür sorgt, dass du Gesellschaft, also oder ja, also was dafür sorgt, dass du nicht einsam bist. Ich habe dir etwas gemacht, was dafür sorgt, dass du nicht einsam bist. Ja, I'll keep you company. Ich habe gerade mal so ein bisschen geholt. Ja, okay, welche Zahl wäre das bei dir? Das wäre die 9, aber I would have told you. Und da passt ja bei dir nichts. I would have told you. So genau. Endet es, ne? I would have also so. Komma, I would have told you. Dann hab ich, I would have told you was pouring down and made me scared. Nee. Wäre das nicht irgendwie, also I would have told you what was pouring down and made me scared. Weißt du, was ich meine? Da fehlt das Wort, das habe ich hier nicht. Dann habe ich 2 Sachen, die auf you anfangen. Das kann ja, nicht sein. Das kann nicht sein. I would have told you can. No, it's not the same. Das geht auch nicht. Nee. I would have told you was pouring down. Macht das irgendwie Sinn? Nein, okay. Da fehlt, für mich fehlt ein Wort, aber ich bin ja auch nicht so gut im Englisch. Nee, aber I would have. Nee. Aber wir, ich habe zwischendurch, wenn wir nochmal von vorne anfangen. Also der erste ist klar, denke ich. Erste ist für mich klar, hey Lark, I'm so glad you finally decided to pick up the phone. I've been leaving. Jetzt kommt auch, glaube ich, das earlier, ist auch klar. I've been leaving earlier, but you, never mind, are you still? Das angry macht für mich auch Sinn. Ja, nee, aber hier kommt, ich hätte was anderes. Are you still there? You know your raven that went missing the one? Welche Zahl wäre das? Das wäre die Welle oder das Minus. Endet auf. You know your raven that went missing? The one? Also das der eine? The one you named Cole ist es auf jeden Fall. Ja, okay. The one you named Cole, I made a new one for you. Komma. I made a new one for you. I made a new one for you. Komma. It's upstairs. And it's even better, this one cannot die. Welche Zahl? Die 8. Cannot die. Da ist ein Punkt? Da ist ein Punkt. Okay, es gibt keinen großen und kleinen Travel im Text, oder? Doch eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich habe keinen Satz, ich habe allgemein keinen Satz, der... Guck mal. Außer Hey Lark ist das der einzige Satz, der bei mir mit anfängt. Das heißt, das ist das Ende. Okay. Das müsste das Ende sein, 08. Also die 8 bei dir. Weil ich habe keins, was mit einem Großbuchstaben anfängt. Dann hätten wir noch das, wenn dein, lese nochmal dein drittes vor quasi. Also dein, nee, dein zweites, der dritte Satz insgesamt. Earlier, but you... Ach nee, mein Moment, da ist auch wieder ein Punkt am Ende.
Are you still there? Ist bei mir. Ja, und Moment, wenn du auch nochmal einen Punkt am Ende hast, dann geht das gar nicht. Weil ich habe drei mit einem Punkt am Ende. Ja, ich habe keinen mit einem Großbuchstaben. Ja, richtig. Also wird die, also ich habe die 5, die 6 und die 8 haben einen Punkt am Ende beim. Ne, Quatsch, nur die 6 und die 8 haben einen Punkt bei mir am Ende. Das heißt, entweder die 6 oder die 8 stehen am Ende. Ja, lass mal weitermachen. Lies mal die 8 vor nochmal. Die 8 ist, it's upstairs. And it's even better, this one cannot die. Okay, warte. Dann achten wir mal nie auf große und kleine Schreibung. Ich hab keinen Satz, der anfängt und Sinn macht. Also, es geht nicht. Kann keinen Satz anfangen. Haben wir vielleicht was anderes für deinen zweiten? Ich sage also, ja, decided to pick up the phone. I've been leaving. Okay, oder? I've been leaving. I've been leaving, was pouring down. Nein. Ich hab's. Sternchen. I've been leaving you so many messages. Wait, I know you're still. Okay, perfekt. I know you're still. Das ist bei mir übrigens das Sternchen dann. Das heißt, wir haben 2-7 Sternchen. Ja, yeah, I'm know you're still angry, but don't hang up on me yet. I really want you to. Das ist bei dir. Die 5. I really want you to know that before I left, I made you something to keep, würde ich sagen. I made you something to keep. It's upstairs. Ah, ne. I made you something to keep. Kannst du noch mal kurz vorlesen, bitte? Moment, der Satz endet. Er startet auf. Before I left, I made you something to keep. Ja, muss ja. I keep you company. I would have told you. Kommt jetzt das mit dem earlier? Das hatten wir noch nicht, oder? I would have told you earlier, but you never mind, are you still? Ja, könnte sein. Was ist bei dir der Company-Satz? Company ist 9. Ja, es passt. Bei mir die 3. Are you still there? You know your Raven that went missing the one. Ist bei dir die? Die 8, die, ne? Welle. Dann die Welle. Dann kommt bei mir die 0. You named Cole. I made a new one for you. Genau, und jetzt kommt die 8. It's upstairs and it's even better. This one cannot die. Dann fehlt bei mir komplett. Vielleicht gibt's ja auch nicht alle. Ja, 5 von den 7, denke ich, sind's nur. Ja, ich hab, bei mir ist die 1 nicht dabei. Bei mir ist Plus und ich glaube die 6, oder? Also bei mir müsste es sein. Und die Raute gibt's bei mir nicht. Wenn ich das richtig sehe. Ich muss gerade nochmal gucken. Also ich glaube 7, 5, 9, Welle 8. 7, 5, 9, Welle 8. 7, 5, 9, ja, das Welle ist das, was du 8. mir gesagt hast. Das ist das, was du mir gesagt hast. 2, 7 Sternchen, 5, 4, 9, 3, Welle 08. Das ist unser Text jetzt. Okay, aber also bei mir passiert nichts, wenn ich ihn eingebe. 7, 5, 9, Welle 8. Doch, jetzt nochmal den Zurück-Button drücken. 2, also Sternchen, 4, 3, 0. Und es klingelt. Genau, und jetzt kommt eine Leiter bei mir. Ja, und ich bin nach oben gegangen. Und hier ist mein Rabe, den du mir gemacht hast. Ja, ich habe hier die Baupläne dafür. Ich habe den Raben, der sitzt in einem Käfig und der Käfig hat unten 3 Felder, bei denen momentan bei mir ZZZ drin steht. Unten 3 Felder? Ich habe ganz viele Baupläne. Die kann ich hier umstellen. Ganzes Alphabet, glaube ich. Ganzes Alphabet mit AE noch, O, also durchgestrichenes O, A mit Punkt drüber und dann fängt das Alphabet an. Ah, wie hast du ihn genannt? Cole. Cole? C-O-L. C-O-L?
C. Oh, nicht wegscrollen. Ich glaube, in die andere Richtung wäre schlauer gewesen, egal. Oh, ey. Was will er mir hier sagen? Wir müssen tauschen. Ich habe Kohle eingestellt, aber es passiert nichts. Okay, was genau ist so das, was musst du einstellen? Ich habe ganz viele Zahlen und ganz viele Buchstaben. Ich habe drei Buchstaben. Cole hätte perfekt gepasst, wenn... C-O-L. Ja. So hieß der Alte, glaube ich. Der Tode. Ach so. Ja, da steht bestimmt ein Name von dem Neuen. Ich glaube, dass meine Sachen, die ich hier sehe, das ergeben. Ich kann es nicht mehr ändern. Also der Text wird unwichtig sein unten. Ja, ja, deswegen meine ich. Also bei deinen Bauplänen wird jetzt auch der Name von dem Rahmen draufstehen. Okay, also ich habe ein Zahnrad, drehen sich im und gegen den Uhrzeigersinn. Dann habe ich einen Teil, das ist 6 lang und das andere ist A. Dann gibt es einen Alpha-Teil, das wird nach oben gerichtet. Mit einer 1 oder einer 9, sieht ein bisschen schlampig aus, und einer 2, 32 mal 4. Dann habe ich Sachen, wie sie sich zu drehen haben. 4C und FIG9 könnte Figur 9 bedeuten. Ein ganz großes Ganzes, was ungefähr aussieht wie die Postdinger bei mir, das ist eine Uhr, 12369, dreht sich im Uhrzeigersinn. Da ist der Kopf des Vogels drauf. Und dann wird hier eine Seite X genannt, eine C, noch eine andere X, eine B, eine I. Also es ist halt ein Bauplan. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass da irgendwo in der Beschreibung oder so steht... Also das Einzige, was du machen kannst, ist drei Buchstaben eingeben, oder? Ja, Alphabet und eben diese Sonderzeichen. Mehr kann ich nicht machen. Ich vermute, dass der Käfig sich danach öffnet, sobald ich die drei Buchstaben richtig eingetippt habe. Sonderzeichen, so auch in Richtung Alphabeta? Nee. Diese skandinavischen Zeichen, dieses AE, das durchgestrichene O und das A mit Punkt drüber. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich den Namen vom Vogel hier eingeben muss. Waren Rätsel schon mal gebäudeübergreifend? Ja. Also wenn du da irgendwie... Also jein, beim letzten Mal konnten wir das Gebäude nur dadurch öffnen, dass wir den Schlüssel für dich aus der Postfiliale geholt haben. Und dadurch bist du dann ja erst da reingekommen. Ich weiß nicht, ob du da was einsetzen kannst. Du hast ja irgendwas von Zahnrädern gesagt. Ja, auf einem Bild sind zwei Zahnräder drauf. Die du drehen kannst. Nee. Es sind nur Fotos. Ich habe nur Bilder, die ich mir angucken kann. Dann... Ja gut, vielleicht hat jemand einem noch einen Brief geschrieben und da steht der Name dann noch. Also wenn du da bei dir jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen einen Namen entschlüsseln kannst. Ich sehe ein F, I und ein G mit einer 9 ja, dahinter. Aber das ist Figur 9, also Figur 9, also Bild 9. Mir auch rausgegangen. Ja, wir Alphabeta, wir haben halt Längen, die benannt werden, die, weißt du, das ist eine ganz normale... So ein bei einem Bauplan, wie ich ihn kenne, ist normalerweise rechts unten so eine Art Textfeld. Es sind eher so Skizzen, wo die Seiten benannt wurden. Ja, so Skizzen. Und in welche Richtung sich etwas zu drehen hat. Okay. Auch wie lang etwas ist. Hier bei einem Teil gibt es die Seite A, aber die andere Seite ist 6 lang, gehe ich von aus. Ja, das gut, ja, oben, das wird einfach der Bauplan für das sein, was sie da gebaut hat. Wir können die anderen Räume, also anderen Häuser mal eben gehen. Vielleicht wird irgendwo, irgendwo erwähnt, wie er heißt, der Vogel. Moment, der Vogel heißt Cole mit K. Versuch das mal bitte. Ja, okay. Mein Fehler, ich hab's gerade gesehen. Nicht mit C. K-O-L. Ja, war richtig. Okay, klar. Gut, dass wir das noch gesehen haben. So, jetzt hat der Vogel sich aufgebaut. Jetzt habe ich eine. Was hast du bekommen? Einen Code, den er pfeift. Oh! Ja, okay. Sein Auge leuchtet immer wieder. Das heißt, und dazwischen kräht er. Das heißt, es wird mir eine Reihenfolge von den Lampen angeben, die an sein müssen und aus sein müssen. Ja, okay. Ich kann es jetzt nochmal, warte, ich kann es nochmal starten. Hast du was zum Schreiben? Ja. Weil dann sage ich es dir einfach an. Aus, an. Aus, an. 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 Aus, aus. An. 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 Aus,
Fertig. Ja, ich hätte es, aber ich glaube nicht, dass die Anzahl übereinstimmt. Das wird die Hälfte sein, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hast ja. du mir gegeben. Genau, wir haben insgesamt 24. Auf jeder Seite 6, 4 Seiten. Ja. Okay, das heißt, hier sind wir fertig. Das heißt, Post Office ist fertig, nee, Haus war fertig. Haus ist ne? fertig. Post Office? Post Office. Morsecode. Ach du. Ich habe ganz viele Saves, auf denen okay. Nummern stehen. Ja, ich habe nur ein Morsecode-Ding. Und ich habe hier einen Brief. I'm so excited to restore the clock shop with you, Lurk. Soon we are going to be a proper family again. Meet me in the basement of the shop. Warte, ich kann... Ich habe... Also meine Saves haben 4 Zeiger. Und haben da drunter einen Knopf. Wenn ich den einfach so drücke, passiert nichts. Ich glaube, das sind meine... das ist wie die Postkästen gerade. Okay. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Beziehungsweise 11, aber beim 11. Und du hast so 4, das ist so eine Art Uhr mit 4 Zeigern, ne? Und du kannst auch nicht alle einstellen, oder? Oh, alle doch, ich kann alle einstellen. Okay, also alle Uhrzeiten meine ich. Kannst du Achso. zum Beispiel 11 ja, Uhr ich kann die auf ne? Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Die ja, die rasten ein. Die rasten ja, ein. Das sind dieselben Dinger, die ich vorher. Aber ich habe 4 Zeiger jeweils dran. Ja, genau. Okay, gut. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist Morsecode. Ich habe auch sonst nichts. Ich brauche Punkte oder Striche, also ne, langes oder kurzes Signal. Ja, habe ich hier nicht. Also das habe ich hier nicht. Bei mir ist ja als erstes Mal hier Basement of the Shop, ist so mein Hinweis, den ich hier noch habe. Dann erst in Ravens Clock Shop? Ja, würde ich sagen. Bei mir ist something duster. Ravens Clock. Ja, ich kann runterscrollen und bin im Keller. Ja. Sehe Symbole. Ich auch. Wie so eine Maschine, Mikrowellenmaschine mit... Du kannst es anstellen. Ja, ja. Dann musst du ein Spiel spielen. Okay. Glaube ich. 3, 2, 1, Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht's aus bei mir. Ja. Ich hab dasselbe angeklickt wie... Zwei Sachen muss ich anklicken. Frau. Oh fuck. Warte, nochmal neu. Rabe, Zeit, Treppe. Rabe, Zeit. Aber weißt du das? Nein. Wie kannst du da hin? Ach, bei mir gehen die Dinger halt durch, also die. Es sind. Das Ding bewegt sich dreimal und dann fängt es an, die Punkte zu kommen. Ja. So, ich weiß. Und ich habe jetzt einfach mal das oben links genommen, aber. Fuchs, Schlange, Mädchen. Nee, das ist direkt... Auf was muss ich achten? Hast du auch einfach Symbole drauf, wie ich sie eben auch mal ja. vorgelesen habe? Okay. Ah, wir müssen bestimmt die vom... An? Nee, die wechseln bei mir, oder? Wenn ich es anmache, wechseln. Das sind... Nee, das sind immer andere, von daher kann es nicht... Warte mal. 3, 2, 1... Muss es in der anderen Reihenfolge? Das ist bestimmt Nein. wieder nicht schwer. Aber wir müssen doch hier irgendwie bestimmt wieder zusammen. Das wird ja nicht unser eigenes Rätsel sein. Auf der anderen Seite habe ich, also es sind andere Kombinationen hier. Ich glaube, es sind. Ich komme jetzt immer so von draußen. Also ich habe jetzt immer mal das, was oben links ist. Das ist es nicht. Ich habe einmal bin ich übers erste hinausgekommen, aber ich glaube, das ist Zufall. Dass es sich verschiebt, ist ja wohl kein Zufall. Es verschiebt sich aber immer um 4 Positionen, glaube ich. Oder? Jetzt müsste hier theoretisch Leiter, Wolf, Schlange beim nächsten. Leiter, Wolf, Schlange. Es verschiebt sich immer um 4 Positionen bei mir. Gegen den Uhrzeigersinn.
Der Rabe ist aber bei mir immer richtig, wenn ich ihn als erstes anklicke. Also echt? Das Bild, was da, ja, also egal wo der Rabe ist, wenn ich den Raben als erstes anklicke, ist er immer richtig. Ja, bei mir auch. Das heißt, mit dem Raben fängt es an, aber wohin dann? Warte mal, das wäre bei mir Rabe. Das käme jetzt. Rabe, Zeit, Leiter. Das stimmt ja nicht, weil es immer Rabe, Zeit und Leiter wäre. Egal wo es ja ist, weil es immer vier auseinander ist. Das Ding bewegt sich ja nicht. Muss was anderes sein. Ist bei dir genauso auseinander? Ja. Wenn ich immer vier rückwärts gehen würde, würde ich auch Rabe, Zeit, Leiter drücken. Aber das kann es nicht sein. Das ist es nicht. Was ist das Rätsel? Das ist interessant, dass wir also es ist exakt gleich aufgebaut bei uns. Kannst scheinbar. Du mal versuchen, einfach nochmal mit random nur kurz das zweite rauszufinden? Okay. Weil ist das dann auch immer gleich? Sollte ich vielleicht einfach den Brei nach vorgehen. Ich hatte jetzt drei richtig, aber warum weiß ich nicht. Okay. Lustigerweise. Also bei dem. Erst war bei mir Rabe, dann Schlange. Ja, warte jetzt mal. Jetzt ist es nicht mehr richtig Rabe, bei mir. Und dann Schlange. Stand da eine 9. Dann stand da eine 9. Aber warum? Kriegst du eine Zahl nach dem ersten? Bei mir wird nach dem ersten die Schlange. Oh! Ja. Bei mir wird nach dem ersten die Schlange angezeigt, wenn ich die anklicke. Und bei dir wird die 9 angezeigt. Also nach dem Raben kommt bei mir Punkt, Punkt, Punkt. Dann brauche ich nämlich genau, deins, bei mir kommt nach dem Raben die Schlange. Und danach kommt bei mir eine 9. Was sind die 9? Okay, Moment, ich mach nochmal. Rabe, Schlange. Ist jetzt bei mir falsch. Das heißt, warum ist Rabe, das jetzt bei mir falsch? Rabe, Schlange. Und jetzt steht da eine 4. Hä? Das ist der Butterfly. Und dann brauche ich wieder eine Antwort von dir. Also mir fehlt halt noch mein... Also Rabe, Schlange, ja, habe ich. Dann Schmetterling. Bleibt bei mir auch so. Immer. Rabe, Schlange... Schmetterling 5. Wieso 5? Also bei mir steht jetzt eine 5 im Bild. Rabe, Schlange, Schmetterling, danach kommt bei mir eine 5. Bei mir eine 7 jetzt. Ach so, weil das an siebter Stelle bei mir ist. Und dann Schlange plus 3. Ich bin gerade weiter, jetzt brauche ich deine Hilfe. Okay, ich hab's gecheckt. Also. Wir haben auch relativ viel Zeit. Wir müssen beide gleichzeitig anfangen. Rabe. Achso, okay, ja, okay, warte. Okay, wir müssen nochmal zurück. Ja. Okay, auf 3. Wie hast du es mit den Positionen gerade? Gehst du im Uhrzeigersinn? Oben links 1, 2, 3, dann 4, 5, 6, 7, 8 und die Reihen nach. Also die Reihen nach. Wie auf einem Numblock. Aber die verschieben sich doch, wenn ich das drehe. Ja, genau, die Zahlen ändern sich bei mir auch immer. Weil das sich ja, verdreht. Okay. Ja. Okay, also auf 3. Ja. 1, 2, 3. Okay, jetzt klicken wir den Raben an. Rabe, Schlange. Dann ist es bei mir die 8, das ist der Schmetterling. Schmetterling, ja. Die 5. Das ist bei mir das Schloss. Ja, ist bei beiden gleich. Wolf minus 2 ist die Uhr. Die Uhr. Standuhr. 5 nach unten ist die. Ist das Zahnrad. Nee, das war zu langsam bei mir. Shit. Nochmal? Ja, warte. Okay. Ja? 1, 2, 3. Also. Rabe, Schlange, Schmetterling, Uhr, Zahnrad. Nein, das ist schon falsch. Schloss, Uhr, ja, ja. Zahnrad. Scheiße, ja. Dann Leiter. Puppe oder Wolf? Puppe! Nein! Also Rabe, Schlange, Schmetterling. Rabe, das ist ja immer gleich. Schmetterling, genau. Schloss. Schloss. Dann war es Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. War dann schon Leiter? Muss ja Leiter. Und du hast am Ende gesagt Wolf oder Puppe. Ja. Versuchen wir es einfach mal, oder? Okay, also ich mach jetzt auch mal. Rabe. Rabe. Schlange. Schlange, Schmetterling, Schloss. Schloss, Zahnrad, Uhr, Zahnrad, Leiter. Leiter. Und jetzt brauche ich den Hinweis. Bei mir steht Puppet.
Puppe. Okay. Punkt, Diagonal 2 runter steht bei mir. Habe ich nicht. Schloss? Nee. Ich hab warum steht da Diagonal 2 runter? Das einzige, was von der, warte, ja, von der, von deinem, also es ist diagonal, von der 2 diagonal runter. Also das, die linke in der Mitte wäre es gewesen. Nee, wäre dann der Schmetterling bei mir. Ja, vielleicht kommt der nochmal. Ja, okay, okay. Also wir sind bei Rabe, Schlange, Schmetterling. Okay, nochmal. Wir sollten trotzdem relativ zeitgleich drücken, einmal, dass wir weitermachen können. Okay. Dann sag mal, du auf den Raben drückst. Warte, also ich muss, ich muss das Ding noch anschauen. Ich drück jetzt Rabe schon mal, weil ich sonst keine Zeit habe. Okay, ja, sag mal, du Rabe hast. Rabe. Schlange. Schlange, Schmetterling. Okay, Schmetterling habe ich auch. Schloss. Schloss. Uhr. Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. Leiter. Puppe. Puppe. Rabe plus 2, Schmetterling. Schmetterling. 4 senkrecht oben, Schlange. Schlange. 4 senkrecht oben. 1, 2, 3, Wolf. Wolf. Feder, also Rabe. Ja. Schlange. Schlange. Die 5, wieder das Schloss. Ja. Zahnrad. Zahnrad. Zahnrad, Schlange. Ja. Rabe. Rabe. Escape. Leiter. Nein, das ist nicht Escape. Nein! Was ist denn dann Escape? Das Schloss vielleicht. Ja, okay. Escape ist. Okay. Okay, nochmal. Ja, das ist einfach falsch gedeutet, ja. Und go. Mit Händen noch aufschreiben müssen, weil der Code ist dasselbe. So. Rabe. Rabe. Schlange. Schlange. Schmetterling. Schmetterling. Schloss. Schloss. Uhr. Uhr. Zahnrad. Zahnrad. Leiter. Leiter. Puppe. Puppe. Was war dann? Käfer. Also. Schmetterling. Schmetterling. Slither. Was ist Slither? Schlange. Schlange. Ja, stimmt. Wolf. Wolf. 6 runter ist der Rabe. Schlange. Schlange. Zahnrad plus 3. 1, 2. Schloss. Ja. Zahnrad. Zahnrad. Schlange. Rabe. Rabe. Escape, wahrscheinlich das Schloss. Ja. Ja. Süden und Südost habe ich als für dich bekommen. Was hast du da stehen? Ich habe Nordost, Nordost. Ja, das ist für dein Dingens. Wir haben oben jetzt mit Sicherheit, wir haben oben jetzt auch Licht. Ja. Wir haben ja nur einen Text. Aber habe ich hier unten eine Zahl stehen irgendwie? Ich nicht. Ich habe zweimal Nordost. Okay. Das ist deine Uhrzeiger. Die 4. Für das Sorting. Mit den 4 Himmelsrichtungen. Okay, wir haben wieder einen Text. Fangen wir mit dem ersten. Mal gucken, du fängst diesmal sogar an. Okay. 3 patients from the nursing home in Hillbake. Das ist eine Stadt einfach. Also 3 Patienten vom Nursing Home in Hillbake. Have vanished in the middle of the night. The talented Emily Raven has returned from Switzerland. She is determined to reopen and bring back glory to Raven's clocks. The police are looking for anyone who was in the vicinity of the nursing home yesterday evening. They are asking for assistance finding the missing patients, also ja. Wie spricht man das denn aus? Ja, patients ist doch eigentlich was anderes, ist doch gute Frage, ich weiß ich es. Patienten. The post office water damage is repaired and all post boxes are ready to be used again. There is already a letter in the postbox 34. Postbox 34. Okay. Und dann haben wir den Code dafür, ja? Trotzdem mal kurz gucken. Ja, ja. The tragic nursing home incident has reopened old wounds in our village. We hope these disappearances won't remain unsolved like those 5 years ago. We have no news when train service will return to our village again. The station is now permanently closed. Clarissa Shah, the generous benefactor of our new clock tower, died last month. At the opening ceremony next week, we will honor her memory. Okay, aber 34 war es, richtig? Ja, 43. 43? Hatte ich hier 43? Ich glaube, also, ich habe zweimal Nordost auf jeden Fall. Genau, du musst die 4 Dinge auf NE, NE, Süden und SE stellen.
43. Ich habe keine 43. Wenn es 43 gibt, dann mach 34. Ja. Also NE, NE, Süden und? Und Südost. Und Südost. Ja, ist offen. Post Office Telegram. Ja. I feel like I was gone for such a long time. But for all the time I was away, it still felt short. Too short to finish my invention. Now we will have the longest lives ever. Longer than you could imagine. Okay, alles klar, ich verstehe schon. Es sind Shorts und Long, die ich brauche. Okay. Ah, ja, okay. I feel like I was gone for such a long time. Long? Ja. But it felt short. Ja. Short. Ja. Long. Ja. Long. Ja. Ja, mehr habe ich nicht. Okay, lies mal nochmal ganz vor. When you repeat this method, I will guide your way. Also nochmal von vorne so gesehen. Also kannst du mal von vorne, also... Ja, ist richtig. Also, aber lies den Satz trotzdem vor. Also es ist fertig, aber okay. It feels like I was gone for such a long time. But for all the time I was away, it still felt short. Too short to finish my invention. Now we will have the longest lives ever. Longer than you could imagine. When you've repeated this message, I will guide your way. Okay, jetzt bin ich kurz dran. Kleinen Moment. Ich muss nämlich jetzt einmal diesen... Es kann sein, dass ich einen Fehler drin habe, aber ich glaube, ich hab's. Also ich habe jetzt die anderen Lampen. Okay. Jetzt weiß man nur nicht, welche Seiten ich habe. Bin ich Seite 1 oder bin ich Seite 2? Ich würde sagen, ich bin rechte Seite, weil mein Haus rechts stand und deins ist links. Jetzt nur die Frage, wo fangen wir? Wenn wir im Uhrzeigersinn anfangen, ist meins so gesehen... Nee, warte. Ich glaube, da ist wichtig, die Bilder, die ich habe in dem Haus. Da, okay. Ich bin ja auch eine Etage hochgegangen und die war ja für mich irrelevant. Von dem Vogel, der gebaut wurde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sind die Lampen. Das ist sogar richtig. Es geht im Uhrzeigersinn. Das ist das, was ich dir sagen kann. Aber wer anfängt, steht ich hier. Ich denke, nicht. Ich werde anfangen. Und das wird bei dem Haus quasi, die Rechten sind doch mit Sicherheit die Ersten. Ja, genau. So würde ich es jetzt versuchen, ehrlich gesagt. Okay, dann sag mal, habe ich hier Haus nach rechts. Du hast Moment. Okay. Also wir fangen bei dem Haus. Also bei dem, okay. Bei der Mitte, würde ich sagen, fangen das wir an. Ja, das ist aus, an, aus. Aus, an, aus. Okay, jetzt gehen wir eins nach rechts. Dreimal also an. Dreimal an, ja. Zweimal aus. Zweimal aus. Einmal an. Okay. Zweimal an, einmal aus. Zweimal an, einmal aus. Jetzt müssten so gesehen deine kommen. Ja, das wäre dann aus. Aus. An. An. Aus. Okay. Aus, an, aus. Aus, aus. Aus, aus. An. Ja. An, an. An, an. Aus. Aus. Und dann aus. An, an, aus. An, an, aus. Ja. Echt? Ja. Musstest du was drücken? Nee, bei mir hat sich die Tür geöffnet. Okay. Siehst du die Lampen bei dir noch? Ja, sehe ich noch. Sag mir da mal ganz kurz nur, ich bin auch nur auf dem Kreis. Uhrzeigersinn. Also von 12 anfangen zu gesehen. Ja. Von 12 immer nach rechts. Aus, an, aus. Ja. An, an, an. Ja. Aus, aus, an. Da ist mein Fehler. Okay. Aus, aus. Oh, scheiße, der wievielte ist das? Das ist dreimal an war. Der, warte, das müsste theoretisch einmal nach rechts drin, also beim Haus die rechte Seite. Ja, das war der Fehler, bin schon da. Okay. Gut. Ein neues Häuschen. Achso, also ist bei dir offen, wir können reingehen. Ja, okay. Entschuldigung. Gehen wir rein. Untere Etage ist bei mir nichts. Ja. Eine Lampe, aber nichts. Ich kann die Leiter runterholen. Ja. Kann ich noch was an? Ein Text kommt bei mir mit der Leiter runter. All those years in Switzerland made it possible for me to finally finish the clockwork. So, my last memory of Lark was the suspicion thrown on her face. Okay, also wir können hochgehen. Ja, und da gibt's eine neue Leiter. Ja. Wahrscheinlich mehr Text. Ja. I double-checked Lark's clock. It ran exactly as it should. At first, she didn't want the clock.
She said she was tired of my presents. Also müde auf den von den Geschenken. It didn't occur to me that a crack in the clock face would make a difference. I held it out to her anyways, because I needed her to be with me. Hier Zahlen oben bei mir. Ja, kann ich trotzdem schon die Leiter anklicken? Ja. Ja. I had spent years collecting time for us, time that would be added to our lives. I never told her that the time was stolen, only that the clock would let us be together forever. Kann man die Dinge anklicken? Nee, nicht wirklich. Also, machen Geräusche. Mehr Zeiten. Ja. Neue Leiter. Instead she disappeared into the clock. I still haven't found her. She closed her hand around the clock and I never saw her again. Da ist ein leeres Glas bei mir jetzt oben. Ich hab einmal Linksklick drauf gedrückt schon. Dann okay. Kommt eine Animation. Habe ich auch. Ich glaube, wir sind durch. Warte, ich klick's nochmal an. Dann stellt man's zurück und dann geht's nach oben. It didn't have to build a way out. I hope you and your friend appreciate it. You beat the game. Such a shame to see all that time go to waste. You have lost 104 minutes of your life. Deswegen. Yeah, you have lost 104 minutes of your life. Emily added 100 minutes to hers. Lurk would have added 104 minutes to hers. Und damit sind wir wieder am Anfang. Die Uhr geht zu bei mir und es scrollt nach oben. Wahrscheinlich einfach noch so eine Art Outro. Ja, okay. Bevor war was ganz anderes, war super cool. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Vor allem halt wirklich mit Story. Die fand ich irgendwie interessant. Die vergisst man ja. Ich meine, du rätselst relativ viel und kommst eigentlich ja nur auf die Rätsel drauf. Und bei sowas vergisst man, finde ich, leicht die Story. Ja, das stimmt. Allgemein, aber sehr, sehr cool. Es waren sehr coole Rätsel. Ich finde es geil, dass du nicht mal online zusammen connectest. Ja. Ja. Weil jeder seine eigenen Rätsel halt hat. Aber man kann es alleine nicht spielen. Es geht halt nicht. Sehr, sehr geiles Game. 104 Minuten. Ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht. Nö, ich glaube. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet Spaß. Schaut auf jeden Fall bei Kunden vorbei. Und vielleicht gibt es sowas ja mal wieder. Ich weiß, dass We Were Here Teil 3 noch kommen wird dieses Jahr. Und da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Schaut auch die Sicht von Kunden dran. Das ist ein Projekt, was man sich parallel auf jeden Fall hätte angucken können. Ich hoffe, ihr habt es gemacht. Das ist wichtig. Ich werde es einfach nochmal in dem Pre-Intro am Anfang sagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Tschüss.